Mindener Tageblatt. Für Svenja Angenent beginnt der Tag heute sehr früh. Die 25-Jährige ist an Bord der Aldebaran und fährt von Minden nach Osnabrück, um Menschen über den Meeresschutz zu informieren. Dabei trägt sie eine große Verantwortung. Wir haben das immer so aufgeteilt, dass wir einen Fahrtleiter haben. Das bin jetzt heute ich. Ich habe auch die Tour geplant. Dann haben wir den Skipper, das ist Sofian heute. Und dann haben wir immer mindestens eine Deckshand. Erste Herausforderung für die Besatzung sind die Schleusen am Wasserstraßenkreuz. Hier müssen alle mit anpacken. Wichtig ist viel Konzentration. Das Wichtigste ist, dass man das Schiff stabil hält. Deswegen machen wir das auch hier mit der Spring. Damit das Schiff halt nicht in der Schleuse hin und her wabert. Man muss halt gut fändern, weil man ja an der Wand hochfährt. Und da besteht halt immer die Gefahr, dass man mit dem Schiff an der Wand entlang schrubbert. Alles nochmal gut gegangen. Jetzt können Sie die Fahrt auf dem Wasserstraßenkreuz genießen. Für Svenja Angenent ein großer Augenblick. Das ist wirklich total abgefahren, weil zwei Wasserstraßen sich hier kreuzen, die Weser und der Mittellandkanal. Und jetzt fahren wir weiter Richtung Osnabrück. Osnabrück ist die nächste Station der Aldebaran. 2 Monate ist sie unterwegs, von Hamburg zur UN-Klimakonferenz nach Paris. Auf dem Weg legt das Schiff in 40 Städten an und informiert die Menschen über den Meeresschutz. Die Tour zu planen ist für Svenja Angenent keine leichte Aufgabe. Wann kommen wir in der Stadt an? Wann können wir einen Besuch wirklich einplanen? Es ist einfach, es sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen, die man berücksichtigen muss. Und das in so einer Kürze von Zeit alles zu organisieren, war schon eine Herausforderung. Aber bisher hat eigentlich alles gut geklappt. Auch das Leben an Bord ist nicht so einfach. Mit bis zu 8 Personen kann es auf dem Sportschiff schon mal ganz schön eng werden. Ja, das Leben an Bord ist schon sehr gewöhnungsbedürftig und man ist einfach sehr eingeschränkt im Vergleich zum Leben an Land. Man muss sich auf den Schlafplatz zum Beispiel mit anderen Leuten häufig teilen. Man hat einfach auch nicht so viel Privatsphäre. Was aber auch ganz schön ist auf der einen Seite, weil man natürlich nette Gesellschaft hat. Und die kann man gut gebrauchen. Bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 12 Stundenkilometer braucht die Aldebaran etwa 10 Stunden nach Osnabrück. Hier auf dem Mittellandkanal bereitet Svenja Angenent die lange Fahrt keine Probleme. Auf dieser Tour ist es bisher sehr ruhig. Wir haben wenig Seegang. Von daher ist es sehr, sehr erträglich. Man kann auch ruhig schlafen. Ich denke aber, sobald wir auf den Rhein kommen, wird es schon ganz anders. Die heutige Tour ist geschafft. Am nächsten Tag geht es weiter nach Münster. Mit einer kleinen Verzögerung erreicht die Aldebaran den Hafen von Osnabrück. Für Svenja Angenent geht die Arbeit hier weiter. An Bord wird sie den Menschen vom Schutz der Meere und von dem Projekt erzählen.